Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Serie, vor der ich mich beinahe selber erschrocken habe, als mir die dann bewusst wurde und wir hier begonnen haben, in der Gruppenphase zu gewinnen und die Leute dann auch nach jedem Sieg anfangen zu zählen und das aufzuzählen. Das ist Wahnsinn. Es zeigt die Stärke des Clubs, es zeigt, wie ernst und wie seriös und wie tief verfestigt einfach auch die Mentalität im Club ist, Spiele zu gewinnen. Für den Trainer ist das natürlich sehr, sehr gut, weil das beweist einfach, dass wir Spiele nicht unterschiedlich bewerten, was wichtiger ist, was weniger wichtig ist, sondern dass man sich auf die Mannschaft verlassen kann, auch in einem Gruppenspiel. Wir müssen morgen natürlich auch ohne den unmittelbaren Ergebnisdruck Gruppensieger zu werden, sind wir schon, und die Achtelfinale zu erreichen, sind wir auch schon. Dieses Feuer von uns selber bringen und die Leidenschaft, das ist auch nicht immer leicht im November nach der dritten Länderspielpause, mitten im Kampf um die Meisterschaft. Das Wetter wird auch nicht das allerbeste Fußballwetter wahrscheinlich sein, das aufzubringen, aber die Serie beweist, dass wir das können, und die Serie ist Verpflichtung für uns alle und mich eingeschlossen, dass wir das auch wieder tun, und deshalb gibt es auch überhaupt keine Alternative. Wir bereiten das Match morgen vor, als wäre es die letzte Chance für uns, unsere Ziele zu erreichen, und werden da keinen Unterschied machen, wie wir in der Tabelle aktuell stehen, und hoffentlich sieht man das unserem Spiel morgen auch an. Dann die letzte Frage.